Yeah. Hold on. Hold on. Hold on. Hey. Young gang. Ey. Ey, ich pull up, Motherfucker, ey, du weißt, mit ner Bitch, die ist certified, ja, bald verified, catch mir noch ein Homicide, bin bereit, ja, du weißt, der Kreis ist klein, ey, du weißt, ja, ja, der Kuh, ja, ist so wie Amazon, ja, und Prime, Motherfucker, kleiner Slime, ey, du kommst hier nicht hinein, ja, du weißt, ey, ja, ich hab Pakete, pushe diese Blöcks so wie Tetris, ey, du weißt, ja, Motherfucker, ja, der Kuh, ja, ist der freshest hier in town, ja, dein Homie ist ein Clown, ey, lass doch gleich mal hauen, denn du weißt, Motherfucker, ey, ich bin insane in the membrane. Da in meinem Kopf ist ein Knacks, Motherfucker. Ey, du weißt, auf der Street, ey. Ja, ey, jeder kennt mich. Ja, du weißt, ey. Ja, Schule hab ich einfach nur verpennt. Denn du weißt, ja, ich mach lieber die Euros. Ah, Motherfucker, ja, du weißt, ja, mein Bando. Trap ich, Motherfucker, auf der Street, Street. Ey, du weißt, ey, du willst gar kein Beef, Beef. Ey, Motherfucker, ja, du weißt, auf der Street, Street. Ey, selle diese Packets von dem Weed, Weed. Ey, ma, Freya, Motherfucker, ja, du weißt, Motherfucker, der. Was geht, YouTube? Es ist RBQ ja wieder back mit dem Motherfucking Banger und wir reagieren heute zu Kado, keiner. Einfach keiner. Kado, keiner. Jibir Nakim. Keine Ahnung, was das heißt. Wir werden mal googeln. Jibir Nakim. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich mache mal ein bisschen Lighting so. Ist besser. Das kann man nicht sehen. Wir reagieren mal einfach. Unvoreingenommen. War ein kleiner Freestyle am Rande, weil ich Bock hatte. Ja. Ich hoffe, euch geht es ganz gut. Mir geht es sehr gut. Das Leben ist fantastisch. Offen für mehr Austausch. Offen für mehr mit Google Pixel Fold. Offen für mehr. Wie die Bitches an der Reeperbahn. Die sind immer offen für mehr. Okay, weiter geht's. Kado, schon über 90.000 Aufrufe. Ihr habt es ja gefeiert. Als ich zu Kado reagiert habe und ich feiere ihn auch. Ich habe das Gefühl vom Thumbnail her, das ist so ein mehr chilliger Song, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Let's go! Let's go! X-Wave! Das ist auch ein... An der Stelle, ich feiere es immer, wenn Leute ihre eigene Gangzeichen machen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ob ihr AMP kennt, die haben sowas gemacht. Oder natürlich Westside, ganz easy. Oder Eastside, weißt du, Crip Killer. Also ich bin natürlich nicht affiliated, aber auf jeden Fall, ich finde das sehr nice, weil das ist deren Zeichen. Finde ich sehr cool, wenn man so kreativ ist auf jeden Fall. Let's go! Oh, der Romantik. Der romantische Boss. Ich liebe Südländerin. Boah. Feierabend. Let's go. X-Way. Willi, Flo, Dilemen, ich vermisse dich. Sitz im Trap ganz allein und merk, dass du wichtig bist. Ich hab versucht, allein zu schaffen, doch ich schaff es nicht. Ich verbrenne dieses Geld, wenn es das ist, was ich anpisst. Doch du kannst mich nicht deinen Eltern vorstellen. Versteckte Boah, Treffen. Die ist so geil, Digga. Nägel-IDs. 10 von 10. Fürs Video 10 von 10. Jemand hat sich da hingesetzt und hat wahrscheinlich mehrere Frauen für das Casting gehabt. Und derjenige, der entschieden hat, dass diese junge Dame ins Video kommt, hat eine sehr weise Wahl getroffen, denn sie ist sehr attraktiv. Und weiter geht's. In einem Hotel mit Kerzen und Rosen, ihr Herz ist am Bluten, meins blutet mit ihr. Ihr Vater will mich haben, doch ich will nur mit ihr. Sie verdrängt die Liebe zu mir, sucht einen neuen in der Uni. Doch wenn Frankfurt! Goethe-Uni! Wey! Eigentlich muss man mal hier so, hey, was geht da leer? Frankfurt 439 und so, wey! Frankfurt, wey! Uni, doch wenn sie ins Bett geht, trägt sie noch mein Pulli. Ach, Mashallah. Ist auch ein sehr cooles Video, es ist einfach die Realität. Weil sie kann, ist Studentin, she's smart. She's studying for business, you feel me? Element, du weißt, ich tief in meinem Herz ab. Wüsste ich, dass es so kommt, wär ich niemals Gangster. Ich wollte nur
sein mit dir, doch keiner hat's verstanden. Keiner von den Freunden, keiner von den Verwandten. Also ich muss an der Stelle sagen, ich fand die Rap-Parts sehr nice, weil er so ein bisschen sich öffnet und quasi von seiner Schoko-Seite zeigt, sodass er auch Feelings hat. Gewissermaßen natürlich. Das ist immer so schwierig, so Jungs vom Block, das ist für die schwierig, ihre Gefühle so quasi Ausdruck zu geben. Viele machen das im Rap, aber ich finde das Instrumental und es hätte, also weiß es noch nicht, ob ich die Hook so feier, bin ich ganz ehrlich. Ist okay, ist schon. Ich wollte nur sein mit dir, doch du bist bei einem anderen. Vergiss nicht die schöne Zeit, die wir zusammen hatten. Relax, Flow, komm nach Hause, keiner, der das Essen warm macht. Keiner fragt, wie mein Tag war, keine Mutter, kein Vater. Seitdem ich allein bin. Alter, keine Mutter, kein Vater. Wenn das die Realität ist, tut mir der Bruder sehr leid. Das wäre hart. Also ich kenne das. Manchmal fühlt man sich echt so, keiner fragt, wie es einem geht. Ich habe zum Glück Mutter und Vater. Ich habe die beste Mutter auf diesem Planeten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, ohne Eltern aufzuwachsen. Es ist natürlich keine Entschuldigung, aber es ist natürlich sehr hart und dann kann ich verstehen, warum man vielleicht auf die Street geht und Packs pusht, weil man hatte nie eine Zukunft, man wusste niemand, weißt du, wenn du eine starke Mutter hinter dir hast oder irgendein Elternteil, der dich von hinten unterstützt und sagt, okay, wenn ihr so, also Eltern, die sich wirklich um die Kinder kümmern und bemerken zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel, bei mir war das zumindest so, ich kann das ein bisschen erzählen, ich weiß, es ist ein bisschen unangenehm, das zu erzählen. Ich habe auch so some fucked up shit on the streets, habe ich auch gemacht, hier und da. Und meine Mutter ist der wunderbare Grund deswegen, warum ich auf den geraden Weg wieder gekommen bin, weil sie immer für mich gekämpft hat und immer daran gehofft hat, immer wenn ich nicht nach Hause gekommen bin, immer gefragt hat, wo bist du, Junge, wo bist du, Junge, wo bist du, Junge, bis irgendwann ich zur Vernunft kam. Das hat sehr lange gedauert. Aber wenn ich sowas nicht hätte, zum Beispiel meine Mutter war der Löwe in der Situation, hätte ich sowas nicht gehabt. Jetzt stelle ich mir vor, ein Kado, der ist bestimmt auch mit 16, 17, vielleicht sogar früher mit 14, 15 angefangen. So die Sucht nach dem Geld und dann geht das ganz schnell. Du findest die falschen Freunde, du findest Spaß daran, schnelles Geld zu machen. Du kiffst vielleicht und findest es auch cool und es lässt dich Probleme vergessen. Wenn du dann keinen Rückhalt hast in Form von Eltern oder irgendjemanden, der dich zurück auf den geraden Weg bringt, das ist hart, das ist sehr hart. Bin ich zum Sterben bereit, brauch keine Gesundheit, wenn du eh nicht bei mir bleibst. Meine Brüder versuchen mich aufzumuntern. Er sagt, Bruder, komm raus, du hast draußen Kundschaft. Paar 5000 im Umschlag, Schwestern Briefkasten rein. Ich weiß, sie will es nicht, doch ich will nur mit dir teilen. Dille, du bist meine Einzige, was auch passiert. Ich hoffe, du bist wenigstens bei der Beerdigung bei mir. Wenn du ja, das ist so eine schöne Frau. Und ihre Fingernägel, das liebe ich. Das sind so diese, ach Bruder, ich liebe es, wenn eine Frau sich um sich selbst pflegt. Es gibt nichts Schöneres, als sich um sich selbst zu pflegen, in Form von, keine Ahnung, gut riechen, einfach presentable sein, also ein nices Outfit, weiße Zähne. Du merkst einfach, jemand tut sich jeden Tag pflegen. Das ist einfach Mashallah, Digga. Du morgen heiratest, bitte vergiss mich nicht. Bitte vergiss die Zeit nicht, denn ich liebe. Okay, jetzt fühle ich die Hook. Sein mit dir, doch keiner hat's verstanden. Aber die hat auch so blaue Augen. Ich liebe das, wenn so eine Frau wunderschöne Augen hat. Mashallah. Keiner von den Freunden, keiner von den Verwandten. Ich wollte nur sein mit dir, doch du bist bei einem anderen. Vergiss nicht die schöne Zeit, die wir zusammen hatten. Bruderherz, oh, jetzt auch noch eine geile Szene, wo sie am Duschen ist. Aber ich kann auch die Frau ein bisschen verstehen, also das Setting ist so ein bisschen, er rennt ihr hinterher, oder nicht hinterher rennen, aber in gewisser Art und Weise kann er nicht loslassen von der Frau, weil die gemeinsame Zeit mit ihr so schön war, aber du musst auch ihre Perspektive verstehen. Wenn du nur auf der Street bist und Packs push, das ist eigentlich nicht erstrebenswert, weil wenn du natürlich eine Frau an deiner Seite möchtest, dann möchtest du ja auch irgendwann Kinder. Du musst eine Familie gründen und möchtest heiraten. Und wenn dein Mann ein Drogendealer ist, das ist halt nichts Gutes in der Hinsicht. Also klar, er kann vielleicht schnell Geld machen oder hat momentan viel Geld, aber es kann auch sein, dass er
von Tag 1 oder von einem zum anderen Tag einfach mitgenommen wird. Wird die Bude eingebrochen, er wird Hausdurchsuchung oder so. Also das, es gibt halt viele Probleme. Und dementsprechend finde ich es auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tochter hätte, irgendwann in 10, 20 Jahren, dann würde ich ja auch sagen, halte ich von solchen Leuten eher fern, weil das ist halt sehr viel Trouble, sehr viel Trouble. Außer er kommt zur Vernunft, aber das ist halt sehr schwierig. Da muss man wirklich, das ist große Arbeit, da Leute von der Street zu holen. Jetzt fühle ich die Hook, die ist sehr nice. Boah, die ist so wunderschön, mashallah. Hold on, hold on, hey, hey, hold on, yeah, yeah. Mashallah. Also, die Jungs kriegen von mir ein Like, weil ich einfach sagen muss, die sind sehr kreativ, die sind sehr originär und die sind einfach nice. Also, die sind einfach cool, coole Jungs, machen coole Mucke. Es ist einfach geil, denen zuzuhören, denen beim Wachsen zuzusehen. Und ich hoffe einfach, die werden einfach noch nicer, noch bekannter und inshallah, die kriegen den krassesten Erfolg überhaupt. Also ich gönn's denen von Herzen, war wieder ein nicer Song. War jetzt nicht das krasseste, was ich von denen gehört habe, aber war mal wieder solide. Also die machen eigentlich nie Scheiße, wo ich sagen muss, okay, das war jetzt Müll. Ja, ich würde mal sagen, ich gebe den Ganzen eine 7 von 10. War gut, war jetzt aber nichts Bahnbrechendes. In diesem Sinne, liken, share, kommentieren, nicht vergessen. Wer ist der freshest Boy hier aus Hessen? Ist Jan Kuya, ihr Dig. You feel me? Abonnieren, dann seid ihr cool. Sonst seid ihr uncool. Schreibt mir in die Kommentare. Teilen mit eurer Omi. Und in diesem Sinne, peace out. Kuya raus. Gang, gang.